in den Pausen darf man das Schulgelände nicht verlassen. Das ist ziemlich anders als in Deutschland. Also man kommt auf jeden Fall in Schwierigkeiten mit dem Schuldirektor. Und ja, wenn es halt so oft vorkommt, kriegt man einen Schulverweis. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Sarah, ich bin 14 Jahre alt und ich befinde mich aktuell in Irland auf einem Schüleraustausch mit der Organisation Kulturwerke Deutschland. Ja, in diesem Video werde ich euch erzählen, was die Regeln an meiner Schule sind. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Also die erste Regel ist, das Handy nur benutzen, wenn der Lehrer einen auffordert. Das ist, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Man darf halt sein Handy nicht in der Schule benutzen, weil man auf den Unterricht aufpassen soll. Aber das ist ziemlich anders als in Deutschland, weil hier ist das Handy ziemlich wichtig im Unterricht und man wird es halt in jeder Stunde auch benutzen. Deswegen ist das quasi wie ein Buch. Also wenn man das vergisst, dann hat man ganz viele wichtige Unterlagen nicht. Weil wir haben da auch Apps drauf, die man einfach benutzen muss. Und auch wenn man das Handy nicht dabei hat, dann sagt der Lehrer auch so, ja, du musst das ja mitbringen zum Unterricht, weil man braucht das halt. Das ist halt wie, wenn man ein Buch vergisst. Das ist ziemlich anders als in Deutschland, würde ich mal sagen, weil man macht ja eigentlich alles auf dem Handy. Wir benutzen vor allem auch PowerPoint, Teams und wir haben auch virtuelle Arbeitsblätter immer. Also wir haben eigentlich keine Mappen oder Hefte, nicht wirklich. Wir haben eine etwas ältere Lehrerin an der Schule, die das nicht so gut findet. Bei der kriegen wir dann immer ziemlich viele Arbeitsblätter. Die zweite Regel ist kein Mobbing und alle mit Respekt behandeln. Dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich würde mal sagen, das ist dasselbe wie in Deutschland. Und die Regel finde ich auch eigentlich am wichtigsten von allen Regeln, weil es ist einfach sehr wichtig, dass man halt zu allen nett ist und guckt, dass niemand ausgeschlossen wird und auch alle mit Respekt behandelt quasi und finde ich einfach wichtig. Ich denke, das ist aber dasselbe wie in Deutschland. Und die nächste Regel ist, nicht in die Toiletten von dem anderen Geschlecht oder der anderen Stufe zu gehen. Das ist anders als in Deutschland, weil in Deutschland gibt es ja nicht so Stufentoiletten. Also zumindest nicht auf meiner Schule. Und hier ist das so, dass es halt eine für die Unterstufe, für die Mittelstufe und für die Oberstufe gibt. Aber es gibt halt nicht Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, sondern Senior und Junior. Und Mittelstufe ist dann das letzte Juniorjahr und das erste Seniorjahr. Und das ist einfach eine Regel, dass man da auch nicht auf die Toiletten von den anderen Stufen gehen soll. Da kriegt man, denke ich, aber mal weniger Ärger, als wenn man jetzt in die Toiletten vom anderen Geschlecht geht. Aber trotzdem ist das verboten. Die nächste Regel ist, keine Schule schwänzen und nicht zu spät kommen. Das ist, denke ich, auch selbsterklärend, weil es ist halt einfach Schulpflicht und man muss zum Unterricht erscheinen und ja, ist halt einfach wichtig. Aber da muss ich auch sagen, dass mit zu spät kommen, das klappt nicht immer, weil man kann ja auch mal verschlafen. Und mir ist das am Anfang ziemlich oft passiert. Ich habe die Räume nicht gefunden. Und dann kam ich immer so 2-3 Minuten zu spät zum Unterricht, vor allem in der ersten Woche. Es war halt ein bisschen blöd, aber ich denke, wenn man eine Erklärung hat, warum man zu spät kommt und nicht mit Absicht Schule schwänzt, dann ist das auch kein Problem und man kriegt auch keinen Ärger. Die nächste Regel ist, Lehrer respektvoll behandeln. Das ist ja jetzt so ähnlich wie die Regel mit dem Nicht-Mobben. Aber das heißt halt nochmal, dass man, auch wenn die Lehrer ziemlich nett sind und so quasi mit einem auf einer Welle sind, dass man die Lehrer respektieren soll, weil sie immer noch die Lehrer sind und die Aufgaben halt verteilen und halt, dass man halt auf sie hören soll und das tun soll, was sie sagen. Und die nächste Regel ist, im Unterricht nicht trinken oder essen. Das ist ziemlich ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen, weil man darf halt einfach nicht trinken und nicht essen. Man kann sich melden und fragen, ob man was trinken darf, wenn es einem schlecht geht. Und dann sagt der Lehrer auch ja. Aber man soll jetzt nicht einfach sein Essen auspacken. Die nächste Regel ist mit den Pausen. Und zwar, in den Pausen darf man das Schulgelände nicht verlassen. Das macht aber jeder Senior-Student eigentlich, weil es ist halt einfach schöner draußen zu sein.
Aber es ist natürlich auch gefährlich, weil man, ich glaube, dafür kriegt man ziemlich doll Ärger. Die in der Stufe über mir, da machen das wirklich alle. Ich habe jetzt noch nie das Schulgelände in den Pausen verlassen, weil ich wüsste gar nicht, wo ich da hingehen soll. Und es ist halt auch verboten. Und man kriegt halt auch dann Ärger, wenn man das macht. Und ja, weil die Konsequenzen sind halt meistens, es kommt natürlich an, auf welche Regel man verstoßt. Aber wenn man halt auf relativ harmlose Regeln verstoßt, zum Beispiel wie mit dem Handy, dann wird einem das Handy abgenommen und man darf sich das halt nach der Schule wieder abholen. Wenn man das zu oft macht, kommt man schon so ein bisschen in Schwierigkeiten, aber da wird halt den Eltern Bescheid gesagt. Wenn man aber auf krassere Regeln verstoßt, wie zum Beispiel mit dem Mobbing, kann man einen Schulverweis kriegen. Und man kommt auf jeden Fall in Schwierigkeiten mit dem Schuldirektor. Und der sagt dann ja auch den Eltern Bescheid. Und ja, wenn es halt so oft vorkommt, kriegt man einen Schulverweis. Ich finde die Regeln alle eigentlich ziemlich sinnvoll. Ich glaube, es gibt auch noch mehr Regeln, aber ich weiß jetzt nicht, weil ich habe halt am Anfang, als ich hier hinbekommen bin, so ein Blatt bekommen, wo das drauf stand. Und da standen halt nur jetzt diese Regeln drauf. Aber ich denke, dass die Regeln ziemlich normal sind, also dass die so an jeder Schule sind. Weil die meisten davon kamen ja auch bekannt vor von Deutschland. Also es war eigentlich dasselbe. Manche sind so ein bisschen unterschiedlich, aber die sind schon ziemlich ähnlich. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.